den Turm unabhängig zum Fahrgestell in 9 Sekunden um 360 Grad drehen, sodass es der Besatzung möglich ist, den Gegner schnell auch aus der Flanke zu bekämpfen. Welches durch den Kommandanten geführt wird, ermöglicht ihm ebenfalls die Beobachtung rundherum. Das Periskop lässt sich ebenfalls in 9 Sekunden um 360 Grad schwenken. Somit ist das unabhängige Beobachten vom Kommandant und Richtschütze gewährleistet. Sollte der Kommandant nun ein Ziel aufklären, ist es ihm möglich, den Richtschützen zu übersteuern und ihm das Ziel zuzuweisen. Das heißt, die Bordgalone zeigt in Kürze dorthin, wo jetzt gerade das Periskop blau gekennzeichnet steht. Die Stabilisierung des Kampfpanzers ermöglicht es dem Richtschützen, in fast jeder Position des Fahrgestells das Ziel weiterhin zu beobachten und zu bekämpfen. Hierzu ist es möglich, dass der Kampfpanzer auf der Stelle dreht. Die Besatzung muss ein eingespieltes Team sein, um dem Kampfpanzer Leopard 2A6 die optimale Dynamik und Schlagkraft zu verleihen, die dieses Fahrzeug im Gefecht benötigt. Der Kraftfahrer benötigt zum Führen dieses Kampfpanzers einen besonderen Führerschein, den der Klasse F. Diese Fahrerlaubnis bekommt er innerhalb eines dreiwöchigen Lehrgangs erteilt. Hierbei erlernt er nicht nur sämtliche Technik dieses sensitiven Großgerätes, sondern selbstverständlich auch das Fahren. Nach ersten Fahrstunden im Simulator folgen dann Trainingseinheiten im Gelände und sogar im öffentlichen Straßenverkehr. Nachdem der Fahrer die Fahrerlaubnis erworben hat, folgen nun weitergehende technische Einweisungen und die Besatzungsausbildung innerhalb seiner Kompanie. Der Richtschütze und der Ladeschütze besuchen gemeinsam die einsatzorientierte Aufbau- und Verwendungsausbildung. In diesen 3 Monaten wird technisches Wissen vermittelt. Weiterhin werden Übungseinheiten im Schießsimulator durchgeführt, in welchen festgestellt wird, wer zum Richtschützen geeignet ist. Nach der Eignungsfeststellung wird der angehende Richtschütze über 50 Stunden im Schießsimulator ausgebildet und seine Handlungssicherheit im Umgang mit der komplexen Technik verbessert. Die Richtschützenausbildung endet mit einer Prüfung im scharfen Schuss. Der Ladeschütze ist der Arbeitsmuskel der Besatzung. Neben dem Laden der Bordkanone, des Blendemaschinengewehres und dem Bedienen des Fliegerabwehrmaschinengewehres unterstützt er den Kommandanten beim Halten der Funkverbindung sowie der Führung des Leopard 2. Der Kommandant ist mindestens ein Feldwebel. Der Ausbildungsgang zum Panzerfeldwebel dauert 3 Jahre. In diesen 3 Jahren besucht er Lehrgänge, die ihn befähigen, seine Besatzung zu führen und auszubilden. Er erhält auf einem fachspezifischen Lehrgang das Handwerkszeug und Fachwissen, was ihn zum Führen dieses hochtechnisierten Waffensystems befähigt. Weiterhin wird in einem 3-monatigen Sprachkurs sein Englisch aufgebessert, um in Einsätzen und Übungen auch mit Soldaten anderer Nationen die Zusammenarbeit zu vereinfachen.